Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. So, wir sind immer noch bei der Schurkenquest. Naja, beschäftigt sozusagen. So, den Kodex im Herzen. Das sieht mir aber auch nach der letzten Quest jetzt aus. So, Azibir, verflucht sei sein Name. Mit der Sprengung der Admiralsbrücke könnte er Mabel tatsächlich mit einem Schlag aus dem Weg räumen und Limsa ins Chaos stürzen. Wie jeder weiß, liegt die Admiralsbrücke ganz oben im Gaffelschoner, direkt über der ertränkten Sorge und der Bollwerkhalle. Der Turm liegt mitten im Herzen der Stadt. Der lässt sich nicht so leicht abriegeln. Außerdem besteht die Gefahr einer Panik, wenn die Wahrheit die Runde macht. Das einfache Volk sollten wir lieber im Dunkeln lassen, bis wir die Gefahr beseitigt haben. Leider kennen wir Azibirs Plan nicht genau und wissen nicht, wann und wie er in den Turm gelangen will. Uns bleibt nichts anderes übrig, als alle Eingänge zu überwachen. Dafür müssen wir uns aufteilen. Kannst du auf der Achterburg Stellung beziehen? Halte dort nach Azibir, seinen Galgenvögeln und dem schwarzen Sarkophag Ausschau. Gut, machen wir. So. Da sind wir. Achterburg und haben die Admiralsbrücke. Naja, direkt vor uns. So, der Kampf von den Kodex im Herzen beginnen. Nebel zieht auf. Das wird eine raue Nacht. Die Bewachung der Innenstadt ist völlig unzureichend. Wo bleibt die Verstärkung, die ich angefordert habe? Bitte um Verzeihung, mehr Soldaten können nicht abgestellt werden. Es gibt noch andere Objekte und Personen, die zu beschützen, die ebenfalls als Ziele in Frage kommen. So ein Unfug. Kommandant Rainer scheint den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Wir brauchen hier jeden Mann und jede Frau, um das Attentat zu verhindern. Mit Verlaub, es ist nicht gesagt, dass die Piraten wie vermutet vorgehen. Sie könnten ebenso gut an einem anderen Ort zuschlagen. Wir müssen unsere Aufgabe mit dem anwesenden Gelbjacken erfüllen. Ah, na schön. Zurück auf deinen Posten. Hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, will es wieder mal keiner gewesen sein. Hm? Alles in Ordnung? Schön, dich zu sehen. Mit dir habe ich ein Hündchen zu rupfen. Oder dachtest du, wir lassen uns gerne in die Suppe spucken? Bist du ein Galgenvogel? Einer von Azibirs Gesocks? Ja, so könnte man sagen. Und du wirst mich gleich noch näher kennenlernen. Hättest du ein hübsches Näschen mal lieber in unsere Angelegenheit stecken sollen?
Bitte sehr, ein Heldentod für die Verfechterin von Recht und Ordnung. Kapitän, die nervige Gelbjacke steht uns nicht länger im Weg. Wir können den Sarkophag vor der ertränkten Sorge platzieren. Ah ja, sehr schön. Schon bald wird Melbs stolzer Turm im Meer versinken. Zusammen mit den ihr blind ergebenen Ratten. Und ich werde die Henkersorte übernehmen und ein neues Piratenzeitalter einläuten. Warum dreht sich hier alles? So eine Sauerei. Was ist denn das? Ja, sie wollen nicht nur die Admiralsbrücke sprengen, sondern den ganzen verdammten Turm. Wenn er einstürzt, wird er halb Limser mit sich in die Fluten reißen. Schnell, zu etwas. So viele werden sterben. Wie? Was? Ich habe damit nichts zu tun. Lass mich in Ruhe. Halt! Schlage wenigstens Alarm. Wer ist da? Jack, was machst du hier? Ich habe einen Schuss aus der Pistole deiner tapferen und ehrbaren Soldaten gehört. Ich habe die Gelbjacken alarmiert. Sie werden bald hier sein. Gut, dann können wir uns um unseren eigentlichen Job kümmern. Ich habe kein Recht, etwas von euch zu verlangen. Doch ich bitte euch, haltet die Galgenvögel auf, rettet die unbescholtenen Bürger von Limsa. Keine Sorge, das werden wir. Nicht, weil wir es dir schuldig wären, sondern weil es unsere Pflicht ist. ACP hat gegen den Kodex verstoßen und dafür wird er bezahlen. Seid ihr stark klar? Aber sicher. Allzeit bereit. Also dann holen wir uns den schwarzen Sarkophag und den Galgenvögeln geht's verdammt nochmal an den Kragen. Los zum Gaffelschoner. So, was willst du denn? Oh mein Gott, sind jetzt wieder. Ja.
Jetzt, da ist ein Heiler dabei. Das wird mir zuerst ausschalten. So. Dann sind die nächsten. Ja, blind ist natürlich nicht so geil. So, da haben wir auch schon ein Asibier. Ach, wenn ich ihn treffen würde. Jetzt gegen den Anführer. Und bei was? Was sollen die Detonatoren zerstören? Wo sind die denn? Da habe ich wohl nicht ganz aufgepasst. Oh Gott, hoffentlich schaffen wir es noch. Gut, jetzt noch einen. Den müssen wir schnell finden. Da ist er. So. Gut, das war aber knapp. Was wollt ihr denn jetzt von mir? So. So, das war's aber jetzt. Wie ist die Lage? Der schwarze Sarkophag wurde entschärft und kann nun entfernt werden.
Beim Kampf gegen die Galgenvögel haben unsere Soldaten einige Wunden davongetragen, aber niemand wurde tödlich verletzt. Admiral Melvip lässt ihre Zufriedenheit ausrichten. Wie beruhigend. Da ist sie, unsere Retterin. Unser Einsatz ihres Lebens hat sie Limsa vor der Katastrophe bewahrt. Wie geht es euch? Seid ihr schwer verletzt? Ist es wahr, dass die Piraten den Gaffelschoner sprengen wollten? Wie gut, dass ihr zur Stelle wart. Ein Hoch auf die Gelbjacken, die Streiter für Recht und Ordnung. Ja, aber nicht doch, das war eigentlich, also... Was ist aus den Schurken geworden? Wo sind sie? Keine Ahnung, als wir hier eintrafen, haben wir nur gefesselte Piraten vorgefunden, aber keinen einzigen Schurken. So, was aber auch, damit stehe ich wohl tief in ihrer Schuld. Ach ja, Kapitänleutnant Miller, na, ich soll euch noch daran erinnern, die Silbertrennen abzuliefern. Ihr habt sie doch noch, oder? Aber sicher. Huch, wo sind sie? Eben gerade waren sie noch da. Ha, check, dieser hinterhältige Schurke muss sie gestohlen haben, als er mir angeblich zur Hilfe eilte. So hat er seine Drohung also wahrgemacht. Was für ein Teufelskerl. Ich hätte ihn niemals unterschätzen dürfen. War es wirklich so schlau, den Gelbjacken den schwarzen Sarkophag zu überlassen? Ach, gönn ihnen doch ihren Ruhm. Wir haben, was wir wollten. Hm, die stehen dir aber nicht, Jack. Findest du nicht? Bist doch bestimmt nur neidisch auf meinen neuen Schmuck. Die Gelbjacken mögen zwar den schwarzen Sarkophag haben, doch wir besitzen die Silbertränen und den blauen Stern. Damit haben wir den Wettstreit für uns entschieden. Ob das Milala einsieht? Irgendetwas sagt mir, dass sie keine Ruhe geben wird. Gut möglich, aber sie wird sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass die Schurkengilde in Limsa-Lominsa unverzichtbar ist. Recht hast du. Ich bin schon gespannt, welcher Job uns als nächstes erwartet. Hoffentlich können wir dann wieder zusammen, können wir den dann wieder zusammen erledigen, Theo. Es war ein großer Spaß mit dir. Ja, das finde ich auch. Jetzt haben wir uns aber erstmal eine Auszeit verdient und ich werde mir ein Sandwich aus dem Bismarck gönnen. Wir sollten auch von hier verschwinden, bevor uns Milala entdeckt. Das könnte unangenehme Fragen aufwerfen. Ich gehe zurück zur Gilde. Gut gemacht, Junge. Bis später. Gut. Limsa ist gerettet. Und wir begeben uns jetzt noch zu Jack und beenden die Reihe des Schurken. Hey Theo, endlich können wir wieder durchatmen. Der letzte Job war ja ganz schön brenzlig. Dass letztendlich alles glatt lief, haben wir dir zu verdanken. Die Schurkengilde steht tief in deiner Schuld. Hoffentlich hat sich der Einsatz auch für dich gelohnt. Die Fähigkeiten, die du bei uns gelernt hast, kannst du sicher bei all deinen Aufträgen sinnvoll einsetzen. Nicht immer wird es dabei um den Kodex gehen, doch bewahre seine Grundsätze im Herzen. So wirst du daraus Kraft schöpfen. Wohin auch immer dich deine Abenteuer führen werden. So, für heute hast du genug getan, Junge. Hau mal ordentlich auf den Putz. Aber denk dran, der nächste Job kommt bestimmt. So, das haben wir alles momentan an. Wir nehmen das Gold.
So, die geheime Kraft des Ninjutsu. Hey Theo, das war nichts von schlechten Eltern, wie du mit den Henkersorte umgesprungen bist. Die werden deinen Namen nicht so schnell vergessen. Ich habe einen neuen Job für dich, der dich nach Weinhafen führen wird. Diesmal geht es um keinen Kodexbuch, sondern um eine unbekannte Bande, die sich dort breit zu machen scheint. Sie geben sich als harmlose Übersiedler aus und sind wie einfache Bauern gekleidet. Aber ihre wirkliche Herkunft ist ein Rätsel. Sie führen etwas im Schilde, da bin ich mir sicher. Unterwelt erkennt Unterwelt. So, und zwar tausendmal mehr gegen den Wind. Und was die Unterwelt Limsa Luminsas angeht, das sind wir. Wenn sich einer von außen hier einschleichen und uns in die Suppe spucken will, dann haben wir dein Wörtchen mitzureden. Ich habe Perimo Haurimo vorgeschickt, um sich diese Kerle einmal genauer anzusehen. Triff ihn in den Weinhafen und hilf eben die Neuankömmliche abzubaldowern. Wollen wir doch mal sehen, was diese Bande im Schilde führt. So, die Schurken-Questreihe ist nun beendet und nun beginnt die Questreihe der Ninja. Und die werden wir noch kurz annehmen, damit wir unseren Jobkristall bekommen. So, da steht eben noch Alisierum. Die lassen wir da mal in Ruhe rumstehen. Das werden wir irgendwann später mal erledigen. So, Jack hat dich geschickt, um mir zu helfen. Als hätte ich das nötig. Aber gut, dann lass uns diese seltsamen Bande mal auf den faulen Zahn fühlen. Doch eins muss ich gleich gestehen. Die Herkunft der Bande ist nach wie vor unklar. Die Bewohner von Weinhafen bezeichnen sie als Übersiedler aus den südlichen Gefilden. Doch bei der Zollbehörde ist kein entsprechendes Schiff aus dieser Region registriert. Dass es sich tatsächlich um harmlose Übersiedler aus dem Süden handelt, halte ich dafür äußerst unwahrscheinlich. Ich glaube, wir sollten uns einen von ihnen mal persönlich vorknöpfen und ihm die Daumenschrauben anlegen. Nanu, was war denn das? Ein Schrei? Klang so, als wäre es ganz in der Nähe. Nordwestliche Richtung. Lass uns mal nachsehen, was passiert ist. Okay. Hilfe, lass mich in Frieden. Ich habe kein Geld. Beruhig dich doch. Wir meinen es gut mit dir. Was ist denn passiert? Bist du überfallen worden? Ich war ja auf der Suche nach jemandem. Und dann sind diese zwielichtigen Gestalten erschienen und haben mich bedroht, obwohl ich nichts getan hatte. Ein Teil von ihnen war sehr gereizt und höchst aggressiv. Dann ist unter ihnen ein Streit ausgebrochen und ihr seht ihr selbst. Du kannst von Glück sagen, dass du noch im Leben bist. Es kommen immer wieder Piraten her, um sich mit Spirituosen einzudecken. Und wenn sie länger auf dem Trocknen saßen, ist mit ihnen nicht gut Kirschen essen. Da rutscht ihnen schon mal die Axt aus. Wirklich? Das ist ja furchtbar. Ich werde mich in Acht nehmen. Jetzt entschuldigt mich aber, ich habe eine dringende Verabredung. Auf Wiedersehen. Was meinst du, Tero? Kam dir die Magd nicht etwas verdächtig vor? Ja, irgendwie schon. Das habe ich auch gedacht. Sie hat gesagt, dass es einen Streit unter den Piraten gegeben habe. Aber sieh sie dir an. So wie sie da liegen, sieht es für mich so aus, als hätten sie sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen. Sollten die Magd noch etwas im Auge behalten? Ich schlage vor, wir verfolgen sie. Komm, sie ist in Richtung Osten verschwunden. Gut, dann verfolgen wir die Dame doch mal eben. Was ist denn hier passiert? Sieh nur, die gehören auch zu diesen Übersiedlern. Und sie sind bewaffnet. Vom durstigen Piraten keine Spur. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Ich bin am Ende. Bitte, bring dies zu Meister Oboro oder zu Bame. Das war sein letzter Atemzug.
Wem sollen wir dieses Säckchen bringen? Was ist überhaupt da drin? Sicher haben wir einen geschnittenen Stein. So etwas wie ein Glücksbringer? Egal, weiter. Wir müssen dieser Frau hinterher. Die Spuren führen in Richtung Oberes Danosea. Gut, dann schnell hinterher. So, wo ist denn die hingelaufen? So, da ist sie ja. Habe ich dich. Glaubst du etwa, du könntest mich mit deinem unschuldigen Gehabe täuschen? Ha, da bist denn du, der edle Ritter Not. Ist ja zum Schieflachen. Dann will ich dir mal ein Geheimnis verraten. Das ist gar keine harmlose Magd, die du da beschützen willst. Was für ein erbärmlicher Versuch. Oboro, du lernst es wohl nie, oder? Überheblich wie eh und je. Ich sehe, du bist auch ganz der Alte, Karasu. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Zwei einzige Jugendfreunde stehen sich gegenüber. Nur einen Wimpernschlag davon entfernt, sich zu töten. Dafür bist du doch hier, oder? Besser wäre es noch, wenn wir dabei umgestellt werden. Aber da lässt sich vielleicht etwas machen. Hallo, ganz schön aufgeweckt, der Kleine. Ein unbekannter Schurke mit blitzschnellen Reflexen. Die Geschichte nimmt eine interessante Wendung. Interessant, interessant. Ich bin gespannt auf die Fortsetzung. Haha. Karasu. Immer der Erste, der die Flatter macht. Aber anders kennen wir ihn ja nicht. Ich habe ihn doch gerade schon... Was macht er hier? Wir sind von der Schurkengilde. Wir haben euch ein paar Fragen zu stellen. Zunächst einmal, wer seid ihr überhaupt? Offenbar gehört ihr auch zur Unterwelt. Das merkt man schon sofort. Da gibt es zwei Dolche. Das ist die Kampftechnik der Schurken, von der Yugiri gesprochen hat. Ja, Unterwelt kennt sich. Also gut, lass uns sprechen. Mein Name ist Oboro und das ist Tsubame. Wir kommen aus einem abgelegenen Dorf in Doma, auf dem im Osten gelegenen Kontinent Otat. Wir sind Ninja. Ninja aus Doma? Das Doma, das von den Galliern besetzt ist? So ist es. Doch vor einem Jahr gab es eine Revolte und die Ninja aus unserem Dorf machen sich bereits zum Kampf gegen die Besatzer. Wir wussten, dass wir ihnen zahlenmäßig weit unterlegen waren, aber wir konnten nicht länger tatenlos zusehen, wie unsere Landsleute unter der barbarischen Herrschaft der Galliar litten. Doch in unseren Reihen befand sich ein Verräter, der sich eines Nachts zum Feind schlich und die genaue Position unseres gut versteckten Dorfes verriet. Viele Ninja verloren ihr Leben, auch wir waren bereit zu sterben. Doch ein paar von uns wurden mit der Mission betraut, die Schwachen und Kinder in Sicherheit zu bringen. Darunter waren auch wir. Der Verräter, er machte Karriere bei den Galliar und hat es zum Leiter des galliischen Geheimdienstes gebracht. Es ist Karasu, den ihr eben kennengelernt habt. Dass sich einer von uns auf die Seite des brutalen Feindes geschlagen hat, ist eine unerträgliche Schande für unser Dorf. Also befahl mir der Dorfälteste, Karasu zu finden und zu töten. Ein romanischer Ninja, der ausgezogen ist, um einen Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. Verstehe. Wir haben Karasu bis hierher verfolgt und dabei viele Leute verloren. Wir hatten nicht einmal die Zeit, sie anständig zu begraben. Ein
Ein Ninja-Kristall. Hast du ihn von einem meiner gefallenen Kameraden? Vielen Dank, dass du ihn mir gebracht hast. Ich werde dafür sorgen, dass der Kristall in unser Dorf zurückkehrt, wie es braucht ist. Was ist das? Der Kristall erwacht? Das bedeutet, in dir schlummert die geheime Kraft der Ninjutsu. Die Kraft des Ninjutsu verleiht dem Ninja ihre Stärke, ihre Geschicklichkeit, ihre List. Ich bitte dich, nimm diese Kraft entgegen und setze sie ein, um für unsere Sache, die Sache der Schwachen und Unterdrückten, zu kämpfen. Meister Obo, ist das wirklich eine gute Entscheidung? Er ist ein Außenstehender. Tsubame, wir können Hilfe gebrauchen. Wir haben schon zu viele Leute verloren. Alleine schaffen wir es nicht. Als Vertreter der Schurkengilde würde ich es nur ungern sehen, wenn Theo uns verließe. Aber zuallererst ist er ein Abenteurer und nur sich selbst verpflichtet. Also, wenn du dich für die Kampfkunst der Ninja interessierst, tu dir keinen Zwang an. Diese Leute können deine Hilfe gut gebrauchen, daran besteht kein Zweifel. Wenn du dich für die Ausbildung zum Ninja interessierst, komm zum alten Bootshaus am Fährenanleger in der Regenfallarena. Da werde ich dir alles weitere erklären. Ich kehre in der Zwischenzeit zur Gilde zurück. Der nächste Job wartet bestimmt schon. Tu du, was du für richtig hältst, Theo. Auf Wiedersehen. Ja, dann gehen wir doch mal kurz zu dem Bootshaus. So, das ist dort unten. So, da sind sie auch alle. Theo, ich freue mich, dass du gekommen bist. Du möchtest also deine Ausbildung zum Ninja beginnen? Jo, deswegen bin ich da. Vielen Dank, dass du uns helfen willst. Ich bin dir äußerst dankbar. Und du wirst deine Entscheidung nicht bereuen. Die Kraft des Ninjutsu wird dich zu einem Krieger machen, der es mit den stärksten Schurken aufnehmen kann. Lass uns nach drinnen gehen. Um das Bootshaus betreten zu können, musst du das Losungswort kennen. Wenn Byakubu hier Schwertlinie sagst, antworte mit Azaele. Dann wird er dich in das Bootshaus lassen. Gut, Schwertlinie. Ja, Azaele, da bitteschön. Tritt ein, Meister Oboro erwartet dich. Ja, er ist gerade reingegangen. So, das kleine Bootshaus. Da bist du ja. Willkommen in meinem kleinen Unterschlupf. Wie du siehst, habe ich das alte Bootshaus etwas umbauen lassen und nach meinem Geschmack eingerichtet. Viel macht es nicht her, aber für meine Zwecke reicht's. Die Nähe zum galischen Stützpunkt erlaubt mir, immer ein Auge auf Karasus Aktivitäten zu haben. Und der Fährenanleger gibt mir eine gewisse Mobilität. Kein schlechter Ort also. Nun, kommen wir zu dir. Ich war in der Tat überrascht, als der Ninja-Kristall auf dich ansprach. Warum die Gabe des Ninjutsu in dir schlummert, ist mir ein Mysterium, aber ich vertraue der Weisheit des Kristalls. Diese Begabung hat unser Dorf seit jeher vor Unruhe und Überfällen beschützt, indem sie uns die nötige Stärke und Geschicklichkeit verleiht. Ihr und den seit Generationen übermittelten Techniken unserer weisen Ninja-Meister verdanken wir unsere Existenz. Die Lehre der Ninja-Meister besagt, dass es eine Kraft gibt, die alles durchströmt: Himmel, Erde und alle lebendigen Wesen. Die Dreiheit Tenchi-Chin. Diese Kraft lernen wir durch unser durchartes mentales und körperliches Training im Kampf für uns zu nutzen. Vergleichbar ist das mit eurem Konzept des Äthers. Ausdruck findet Tenchi-Chin in sogenannten Mudras, symbolischen Handgesten. Sie helfen uns, unseren Geist zu fokussieren und die universelle Kraft in unsere Ninjutsus zu lenken, sodass wir sie auf unsere Gegner entfesseln. Zuerst lerne ich dich Ten, die Mudra des Himmels. Um mit der Unterweisung zu beginnen, musst du aber zuerst den Ninja-Kristall anlegen. Sprich mich noch einmal an, wenn du soweit bist. So, der Ninja-Kristall und Ten.
Der Ninderkristall ist erwacht. Schön. Mudras und Ninjutsu. Ninja benutzen Mudras, symbolische Handbewegungen, um ihre Ninjutsu-Kräfte freizusetzen. Es gibt drei Mudras, Ten für Himmel, Chi, Erde und Chin für Leben. Je nachdem, welche Mudra oder Mudra-Kombination der Ninja benutzt, kann er mit Ninjutsu-Kommando eine andere Kraft freisetzen. Das Symbol des Ninjutsu-Kommandos ändert sich entsprechend. Die Mudras und die Ninjutsu-Kräfte lernt der Ninja im Laufe seiner Unterweisung. Welche Mudras erforderlich sind, um eine Ninjutsu-Kraft einzusetzen, kann in der Beschreibung der Kraft nachgelesen werden. Über die Mudra und ihre Kombinationen, um sie im Kampf bestmöglich einzusetzen. Ja. So. Genau, jetzt muss ich erstmal hier den Shop-Kristall anlegen. Und somit ist wieder alles durcheinander. Sehr hervorragend. So, wenn ich einmal Ten ausführe, kann ich momentan nur den Fuma-Shuriken benutzen, der gerade nicht funktioniert. Moment. Ja, die anderen lernen wir erst im Verlauf der Job-Quest. Oder bekommen wir die einfach so? Na gut, ich werde sowieso erstmal bis Level 50 aufleveln, um dann die Job-Quests nacheinander zu erledigen. Aber ich kann euch zumindest mal ganz kurz den Fuma-Shuriken zeigen. So, jetzt laufen wir auch übrigens anders. Und können jetzt einen im Sprung eine Rolle machen. So. Also, der Fuma-Shuriken. Wir machen das Ten-Zeichen und ja, schmeißt einen Shuriken. Oh Gott. So, alles durcheinander hier. So, aber wir lernen ja noch viel mehr Kombinationen. So, jetzt gehe ich erst noch kurz ins Bootshaus rein. So, und als witzige kleine Geste sozusagen, wenn wir einen Mudra verhauen, passiert dann Folgendes. Und zwar das Hasenmedium. Ja, dass auch jeder sieht, dass wir das Mudra verkackt haben. So, gut, dann würde ich aber jetzt erstmal sagen, die ganzen Leisten, die Pack, also die werde ich dann erstmal anpassen. Und die Jobquest machen wir dann weiter mit Level 50, sobald ich mit dem Ninja Level 50 bin. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge irgendwo anders, weil ich muss gucken, was wir in der nächsten Folge denn anstellen. Gut, dann erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!